Aufgewacht, aufgewacht, aufgewacht. Hallo liebe Aufgewachte, ich bin Alexandra Herzog-Schmidt, 53 Jahre und beschäftige mich eigentlich schon seit meiner jüngsten Kindheit mit den Themen. Ich habe seit meiner Kindheit Prophetieträume und weiß erst seit einigen Jahren, seit ich 50 bin, genau, was mein Seelenplan ist. Aber dazu später oder das in einer anderen Folge. Ich möchte eigentlich, wo fängt man natürlich an? Am Anfang anfangen und euch erzählen, wie es losging bei mir. Soweit ich mich zurückerinnern kann, hatte ich Träume von, ich sag mal, kleinen Geistern. Heutzutage würde man dann sagen, kleinen Grauen, die mich mitgenommen haben. Und das lief immer folgendermaßen ab. Ich legte mich hin ins Bett und sobald ich eingeschlafen war, gesellten sich diese kleinen Wesen um mein Bett herum und nahmen mich mit. Manchmal berührten sie mich an die Füße, aber es war immer so, dass ich dann rausschwebte aus meinem Zimmer, durchs Fenster durch und meistens verfiel ich dann in eine Ohnmacht. Und ich wusste ja damals noch nicht, dass das eine Schlafparalyse oder Schlafstarre war. Und ich bekam eben, wie gesagt, immer nur mit, wie diese Wesen an meinem Bett standen, mich mitnahmen. Das habe ich auch mal mitbekommen. Und mich wohin mitnahmen. Und dann bekam ich das erst wieder mit, als ich entweder dann im Raum bei mir in meinem Zimmer rumschwebte, mit dem Gesicht an der Decke und dann meistens ins Bett fiel. Manchmal auch daneben und bin dann sozusagen aufgewacht und dann halt habe ich meistens dann geschrien, Mama, Mama, Papa, Papa, ich habe wieder schlecht geträumt und habe richtig laut geschrien, so wie man ja auch dann manchmal so im Traum Hilfe, Hilfe schreit. Das habe ich dann auch gemacht und irgendwann kam dann wohl auch wirklich Hilfe raus aus meiner Stimme und aus meinem Mund. Im Traum schreit man ja auch manchmal und dann erreicht es ja keinen. Aber wie gesagt, ich bin dann aufgewacht und habe dann wohl weitergeschrien. Das haben meine Eltern dann gehört. Die haben dann zu mir gesagt, okay, komm einfach. Und ich bin dann immer ganz schnell rausgerannt. Meine Eltern haben gegenüber ihr Schlafzimmer gehabt, gegenüber meinem Kinderzimmer. Und dazwischen war eben der Flur. Und dann bin ich rüben reingerannt und habe mich dann in die Mitte ins Bett gelegt und bin dann da eingeschlafen. Meine Eltern haben da meistens nie drauf reagiert. Die haben nur kurzes Licht angemacht und ich habe gesagt, oh, ich hatte wieder Albträume, ich bin mitgenommen worden, irgendjemand hat mich mitgenommen und ja, das war immer ganz schlimm. Und das war, also mein Empfinden war, dass das Nacht für Nacht war und schon, soweit ich mich zurückerinnern kann, also schon mit ganz klein, 2, 3 Jahre alt war ich da. Was sehr prägnant war, ich hatte sehr viel Nasenbluten und sehr oft Nasenbluten, ganz starkes. Und meine Mutter ist Krankenschwester. Sie wusste überhaupt gar nichts damit mir anzufangen und deswegen bin ich sehr oft oder musste ich sehr oft immer zum Arzt, zu unserem Hausarzt. Manchmal kam er auch nach Hause zu uns, weil ich dann auch, ich hatte sehr oft auch Kreislaufprobleme. Und da wurde mir dann auch immer die Nase untersucht oder ein Blutbild halt gemacht. Und dann hat man gesehen, dass es immer große Entzündungswerte in meinem Blutbild gab. Und wir wussten gar nicht, wo das herkam. Und wie gesagt, meine Nase wurde auch immer untersucht, weil ich hatte auch immer Angst, also mir da reingucken zu lassen. Und das hat mir auch immer wehgetan. Das fand ich immer sehr, sehr unangenehm, auch da in die Nase reinzugucken oder am Hals reinzugucken, weil ich immer so das Gefühl hatte, manchmal auch dann eben aufgewacht zu sein, währenddessen mich diese kleinen Geister mitgenommen haben, dass ich immer irgendwie in so einem OP-Saal lag und dass man an mir da was gemacht hat. Deswegen hatte ich panische Angst immer vorm Arzt und vor Spritzen. Das war für mich ganz,
ganz schlimm. Also ich mochte nicht diese Jacken und Anzüge von den Ärzten, die ja immer so weiß waren. Die haben ja so lange Kittel an und dann hatten sie das Stethoskop umhängen. Und früher gab es ja auch noch auf dem Kopf hatten sie dieses Lederband mit diesem großen Spiegel mit dem Loch in der Mitte. Und das fand ich sehr bedrohlich. Da hatte ich immer so Parallelen dazu gezogen, eben von diesen Geistern, die mich mitgenommen haben und ich manchmal da aufgewacht bin und das so in Erinnerung hatte. Das war für mich einfach schlimm. Und der Arzt hat oft dann auch gesagt, ich soll mir nichts in die Nase stecken. Es sah immer so aus, als wäre meine Nase und die Nasenscheidewände und so weiter da sehr entzündet. Und deswegen würde das halt auch bluten. Das war so das Erste und soweit ich mich daran erinnern kann, also bis ich 13, 14 war, war das sehr intensiv und dann kam ich in die Pubertät, hatte dann auch Freunde, Beziehungen gehabt, mit denen ich dann auch darüber sprach. Aber es entwickelte sich auch und ich vermutete das oder vermute das immer noch. Mittlerweile ist es, denke ich, auch soweit bewiesen durch die Entführungen eben diese Wahrträume, Prophetieträume. Ich habe dann sehr intensiv geträumt, dass irgendwelche Unfälle passieren. Also ich sage es mal, Flugzeugabstürze, Naturkatastrophen, Unfälle jetzt, was meine Freunde anging, Brände in der Nachbarschaft und so weiter und so fort. Das hat mich doch sehr mitgenommen auch, weil das ja immer negative Sachen waren. Der Ablauf war aber immer der gleiche und zwar träumte ich haargenau das gleiche dreimal und danach wusste ich, dass dieser Traum Wirklichkeit wurde, also genau auch so eintrifft. So circa 1 bis 3 Wochen später, nachdem ich das dritte Mal geträumt habe. Wie ich das jetzt so unterscheiden kann? Ob das jetzt ein Wahrtraum war oder ich sage jetzt mal ein ganz normaler Traum, wo man das Tagesgeschehen verarbeitet oder was halt im Unterbewusstsein gespeichert ist, was man tagsüber erlebt hat oder auch im Fernsehen gesehen hat oder im Radio. Das verarbeitet man ja in seinen Träumen. Aber das war nicht so bei einem Wahrtraum. Der Wahrtraum, da konnte man ja natürlich auch überhaupt gar keinen Einfluss drauf nehmen. Das heißt, also es lief so ab, ich war dann so Art Beobachter, aber auch mitfühlender. Das heißt, dass alle Sinne, wie jetzt ganz normal im Tagbewusstsein, da auch mit eingespielt haben. Also ich habe Schmerz gefühlt, ich habe gerochen, Düfte gerochen, ich habe extrem gehört, auch gesehen und es war auch ganz normal, wie ein, ich sag mal, Tag halt so abläuft. Keine komischen Sequenzen, die man so manchmal in Träumen hat. Auch, dass man jetzt fliegen kann. Also ich weiß immer, wenn ich träume und ich weiß auch dann, ach, dann weiß ich, ja, ich träume, ich kann fliegen. Das geht bei natürlich bei so einem Wahrtraum nicht, weil das ja eben genau das Tagbewusstsein widerspiegelt. Und deswegen kann man da auch nichts während des Traumes da ändern. Und dann wusste ich halt genau, dass es wieder so ein Wahrtraum ist, der dann eintrifft. Aber trotzdem habe ich immer abgewartet, bis es eben die Abfolge, also das dritte Mal wieder kam, der Traum. Der fing immer genau so an und endete auch genau so wieder. Und der Ablauf, wie gesagt, war auch haargenau gleich. Und so konnte ich unterscheiden, das ist ein Wahrtraum oder ein Prophetietraum und das andere sind normale Verarbeitungsträume. Und ich habe unterschiedliche Träume gehabt und habe natürlich auch versucht, die Menschen, die es dann manchmal betroffen hat, auch zu warnen. Unter anderem wollte ich mir das natürlich auch beweisen, ob diese Träume dann auch wirklich eintreffen. Und seit ich mich dann zurückerinnern kann, es müsste dann, ich sag's mal, 2. Klasse, wo ich dann schreiben konnte. Und dann habe ich die Träume, wenn ich dann aufgewacht bin, so gut wie möglich aufgeschrieben oder dann auch gezeichnet. Situationen, die ich nicht in Worte fassen konnte, habe ich dann eben versucht zu zeichnen und habe ihnen so ein Tagebuch geschrieben. Das war mir irgendwie ein Bedürfnis, erstmal mir das natürlich von der Seele zu schreiben
Und als zweites dann auch den Menschen, denen ich das dann erzählt habe, das auch nochmal eben schriftlich festzuhalten, um es zu zeigen, okay, siehst du, so war das, ich habe euch das erzählt und wann ich das erzählt habe, das habe ich dann auch immer genau ins Tagebuch geschrieben, so dass ich eben einen Beweis hatte. Für mich nicht nur selber, sondern eben auch für die anderen. Ich habe von beispielsweise einem Brand geträumt. Wir haben damals in einem Ort gewohnt, einem kleinen Ort, und da waren Felder dazwischen, ein Bahndamm und hinten dran war die Glashütte. Und dort ist damals ein Brand ausgebrochen und genau diesen Brand habe ich geträumt. Dreimal und danach ist es eben eingetroffen. Und damals hatte ich einen Freund, dem habe ich das auch erzählt. Genauso, wie ich es eben geträumt hatte. Und wie gesagt, ich habe das auch aufgeschrieben. Der hat es mir natürlich nicht geglaubt. Wie alle anderen auch. Ich hatte es auch meinen Freundinnen damals erzählt und die haben es natürlich auch nicht geglaubt. Erst nicht. Aber als es dann eingetroffen ist, genau so, wie ich es erzählt habe und natürlich vorher auch aufgeschrieben hatte, da waren sie alle ziemlich geschockt. Wie kannst du sowas träumen? Hast du sowas hervorbeschworen? Und ich war natürlich immer fix und fertig, weil sie mich dann auch als Hexe und Teufel betitelt haben. Meine Eltern natürlich auch, besonders meine Mutter. Die wusste immer gar nichts mit mir anzufangen. Die hat schon immer die Augen verdreht und hat mir Schläge angedroht, wenn ich ihr nochmal so einen Mist erzähle. Die hatte auch wirklich richtig Angst vor mir, weil ich eben solche Träume hatte und die dann auch wirklich eingetreten sind. Ganz besonders schlimm war es auch, als ich von einem Flugzeugabsturz geträumt habe, der bei uns im nahegelegenen Wald damals passiert ist. Es war ein Sommertag, ein schöner, warmer, es müsste im August gewesen sein. Ich hatte auch schon mal den Zeitungsartikel recherchiert. Ich weiß nicht, ob der mittlerweile noch in den Archiven festgehalten ist. Da müsste ich mal gucken. Dann könnte man das auch mit einblenden. Aber auf jeden Fall war das so, das war ziemlich warm. Und wir hatten auch Flugverkehr immer von der Bundeswehr über diesem Ort. Die Bundeswehr, ich glaube, die ist 30 Kilometer damals entfernt gewesen oder es ist immer noch entfernt. Dieser Stützpunkt, wo dann auch die Flieger drüber geflogen sind. Ich kenne mich da ja nicht so gut aus. Ich würde sagen, wann ist das Starfighter oder so? Auf jeden Fall ist da irgendwie eine Transall geflogen. So ein militärisches großes Flugzeug. Und da waren nicht viele Besatzungsmitglieder da drin. Auf jeden Fall sind die da geflogen über unser Tal. Und es war Gewitter. Und es hatte gedonnert und geblitzt und auf einmal hat es laut gekracht und so hatte ich das auch geträumt. Auf jeden Fall war ich dann im Traum in dem Wald gestanden und habe eben gesehen, dass diese Maschine da in diesem Waldstück abgestürzt ist und habe die ganzen Wrackteile da gesehen. Und natürlich auch die Leichen. An denen bin ich vorbeigegangen. Ich habe gesehen, dass diese Stücke des Flugzeugs sehr verteilt waren in dem Wald und teilweise eben auch noch geraucht haben. Und ich wusste, dass die Maschine durch einen Blitzschlag getroffen wurde und eben dann deshalb dort abgestürzt ist. Und so war das auch. So kam das dann eben auch. Es hat mich natürlich alles ziemlich fertig gemacht, weil wenn man als Kind immer nur von Tod oder Unfällen oder Naturkatastrophen oder sonst irgendwas träumt, ist es natürlich nicht leicht zu verkraften. Viele haben gesagt, oh, was eine tolle Gabe. Ich weiß nicht, ob das so eine tolle Gabe ist, die man da hat. Für mich war das immer ziemlich verstörend. Ja, ich würde sagen, das war es erstmal soweit von mir. Es gibt da noch einiges zu erzählen. Also in dieser Zeit hatte ich jetzt auch, also hatte ich gar nichts so, mir die Gedanken auch nicht gemacht. Was könnten auch diese Geister sein und so weiter und so fort. Das konnte ich mir gar nicht erklären. Irgendwann kam dann, ich hab ja, war ja stolze Bravo-Leserin. Ich glaube, wie wir alle früher haben wir gerne immer alle Bravo gelesen. Ich kann es gar nicht mal sagen, was für ein Jahr das war. Vielleicht 82, 83, 84, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Da gab es in der Bravo ein Bericht über einen Jungen, Andreas hieß der, der hatte auch irgendwie Begegnungen mit UFOs und mit Humos, so hießen die, mit Außerirdischen. Und dieser Andreas,
Er hat eben über diese Rumus berichtet und er konnte da irgendwie Kontakt aufnehmen mit denen. Und dann hat er da eine Zeichnung drin gehabt von diesem Raumschiff und von diesen Außerirdischen. Und als ich diesen Bericht las und als ich diese Menschen da gesehen habe, durchfuhr mich ein Gefühl, das mir gesagt hat, okay, das sind die, die mich immer abgeholt haben, wo ich hingebracht wurde und die mit mir irgendwas gemacht haben. Wie gesagt, ich kannte das ja nicht. Mir war nur immer bewusst, irgendwie gehöre ich hier nicht hin. Ist die Erde nicht so mein Planet? Ich habe immer sehr viel auch in den Himmel geguckt und in die Sterne geguckt. Habe mich sehr für das Universum interessiert und hatte mir auch damals ein Teleskop gewünscht zur Konfirmation, weil ich immer wieder nach oben geguckt habe und natürlich auch durch diese Entführung auch immer mitgenommen wurde, mit raus und in den Himmel und so weiter. Deswegen, ja, und diese Erkenntnis kam eben durch diesen Bravo-Bericht von diesem Andreas. Und da fand ich dann so diese Verknüpfungen mit diesen kleinen Geistern, die mich da mal abgeholt haben und mitgenommen haben. Und es kam mir irgendwie, als würde das so zusammengehören mit meinen Prophetieträumen und diesen Entführungen. Diese Verknüpfung habe ich dann da irgendwie hergestellt. Wie alt war ich da? Puh, ich würde sagen 14, 15 oder so. Ich glaube, dieser Andreas war auch 16, also wir waren da nicht viel weit auseinander vom Alter her. Dieser Bericht hat mich sehr geprägt und auch sehr mitgenommen und alles das, was er da so geschrieben hat, das habe ich so innerlich bejaht. Ja, liebe Zuhörer, mich würde jetzt wirklich mal interessieren, es gibt doch so viele Menschen auch, die jetzt hier zuhören, bei Aufgewacht. Es wäre richtig toll, wenn ihr auch solche Erfahrungen gemacht habt, wenn ihr euch bei mir melden würdet. Weil es ist wirklich sehr schön, wenn man sich mit Menschen austauschen kann, die die gleichen Erfahrungen gemacht haben. Früher konnte ich ja nur, wie gesagt, mit meinen Freunden, Bekannten und Eltern darüber sprechen. Die haben mich sowieso alle nicht ernst genommen. Das hat mich immer sehr traurig gemacht. Deswegen war ich auch immer und bin eigentlich auch noch sehr verschlossen, was das angeht. Ich habe mir sehr lange und oft Gedanken gemacht, ob das überhaupt das Richtige ist, das zu erzählen, weil ich eben so schlechte Erfahrungen gemacht habe, seit meiner Kindheit her. Deswegen würde ich mich wirklich freuen. Ihr könnt ruhig mit mir Kontakt aufnehmen, ist gar kein Problem. Und schreibt oder schreibt es gern in die Kommentare. Ich habe dann, um diese ganzen Geschichten und das alles zu verarbeiten, 2004 mein Buch verfasst, Die Träumerin, ich und mein anderes Ich, das mittlerweile in der dritten Auflage rausgekommen ist. Es gibt noch so viel zu erzählen, was dieses Thema angeht. Wie gesagt, mittlerweile bin ich 53 und ich beschäftige mich sozusagen oder musste mich ja auch schon fast 50 Jahre mit diesen ganzen Themen beschäftigen, mehr oder weniger freiwillig. Ich hatte auch schon sehr, sehr viele UFO-Sichtungen, einige Entführungen, aber auch Gespräche mit den oder mit anderen Entitäten während meiner außerkörperlichen Erfahrungen. Und wie gesagt, es gibt noch sehr viel zu erzählen. Ich möchte da aber jetzt noch gar nicht so weit dem vorgreifen, dann in dem nächsten Teil. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und ich würde mich, wie gesagt, sehr freuen, wenn ihr euch bei mir oder natürlich bei dem Aufgewacht-Team melden würdet. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Aufgewacht, aufgewacht, aufgewacht.